Herzlich willkommen zurück, liebe Dudes und Duderellas, zu einem weiteren Teil Resident Evil 8 Village. Wir sind den Anweisungen von dem letzten verbliebenen Lord, natürlich neben Mother Miranda gefolgt, nämlich diese schönen Dinger hier, um zum nächsten Areal zu kommen, beziehungsweise uns durch irgendwelche Prüfungen von ihm. Durchzukämpfen, nenne ich es mal. Wir wissen noch nicht wohin. Allerdings habe ich mal einen kleinen Tipp gekriegt von einem. Wir haben nämlich noch Luisas Schlüssel in unserem Besitz, den wir gefunden haben und bisher irgendwie auch nicht so ganz wussten, wo wir ihn einsetzen sollten, weil wir es schlicht und einfach vergessen haben. Und ich habe gefunden, wo wir ihn einsetzen können. Haha! Da, 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 da. Cäsaris Pokal. Damit haben wir auch dieses Rätsel dann, beziehungsweise diesen Schatz endlich gefunden. Den können wir natürlich bei unserem Kumpel hier. As you wish. Verkaufen. 19.000. Nehmen wir doch. Splendid. Do you know it's worth? Blendet. So, hier haben wir auch schon fast alles. Sind noch zweimal gesundheitssteigernde, leckere Feinkostgeschichten parat. Nämlich einmal leckere Fleischröllchen. Dafür brauchen wir noch dreimal Fisch. Und für den Kräuterfisch. Panierter Fisch mit Kräutern. Warum auch immer dafür zusätzlich Geflügel benötigt wird. Wir brauchen insgesamt sechs This is Fisch. all an investment, Ethan. Jetzt können wir mal gucken, was wir hier dann doch noch upgraden. So, Magnum, wie gesagt, die behalten wir uns zum Schluss. Die ist aktuell auf der Höchststufe. Weiter geht's gerade nicht. Die auch. Könnten wir hier nochmal verbessern. Oder wir verbessern die hier nochmal. Allerdings könnten wir hier auch nur zwei Sachen verbessern. Wir verbessern mal Sniper beziehungsweise Scharfschützengewehr. Ja, und die behalten wir mal noch. Till next. So, Munition haben wir, Schrotmunition haben wir, Magnum, Explosivgeschosse. Das Einzige, was wir hier nicht wirklich haben, ist Scharfschützenmunition. Aber auch das ist kein großes Problem. So oft haben wir die bisher nicht gebraucht. Die macht sich natürlich äußerst bemerkbar, wenn man Feinde vor sich hat, die man vorher schon sehen kann. So, und jetzt waren wir an dem Punkt. Wir können in den Stronghold oder in die Sägemühle. Der Heisenberg wollte natürlich, dass wir erstmal in diese Festung gehen. Es steht hier auch Good Luck. Wir könnten jetzt aber auch hier zum Sägewerk gehen. Und ich glaube aber, das Sägewerk ist die Fabrik von Emse Pupa hier. Da sollen wir, glaube ich, noch nicht hin. Zumal, was sehen meine Äuglein da? Und was sehen meine Äuglein hier? Und ach du meine Güte. Ich würde sagen, wir greifen hier in dem Gebiet nicht vor. Wir versuchen tatsächlich bist du denn, Pupa? Ja, ich glaube, ich bin hier halbwegs richtig. Gehe jetzt hier mit Absicht natürlich einmal hoch, um schon mal zu gucken, ob ich hier irgendwo Gegner sehe. Da sind Gegner. Ja, ganz viele.
Oh nein! So, 4 habe ich schon mal erledigt. Okay, aber irgendwo noch hin rumkrauchen. Zumindest ein paar schon mal. Ups. Sowas nennt man in den Kopf geschossen. Läuft nicht, mein Freund. Boah, Alter. Jetzt hat die so weit da oben gekillt, also den Schädel halt gekriegt. Eigentlich lassen die ja immer irgendwas fallen, aber mehr kriege ich hier scheinbar nicht raus. Keine Ahnung. Schon gerade Schießpulver haltet es. Aufgehoben oder nicht? Ich weiß es nämlich nicht. Diese Vögel hier raus schiebt mir richtig auf den Sack. Ich versuche hier immer zu schauen, ob hier irgendwo noch so ein paar Schätze an der Decke oder an der Bände hängen. Wofür? Man da drüben was machen? Nee, noch nicht. Tja, ohne Kopf ist nicht so schön, oder? Die Pupnasen. How do I get this door open? Duty!
Ist das jetzt wieder so ein Ding, was jetzt nicht aufhört hier? Da ist ein Schatz. Wo ist hier ein Schatz? Hey. Hier ist ein Schatz. Das verstehe ich jetzt nicht so ernst mit dem Schatz hier. Das verstehe ich jetzt nicht. Es kann natürlich auch sein, dass der oben, dass der jetzt weiter unten ist oder irgendwas. Ich komme da auch nicht hin. Verstehe ich jetzt nicht. Speicherpunkt, Munition, Geld und allem etwas. Okay, komm. Hier auch nicht weiter hoch. This must be their den.
Bin ich noch am Arsch? Boah, was zum Teufel nochmal? Ach komm. Ey! Ich drücke mal einen falschen Knopf hier. Nein. Jetzt immer noch nicht rausgekriegt, wo ich denn eigentlich hin soll. Schüsse. Hier habe ich schon mal ein rotes Fass gefunden. Rotes Fass finde ich schon mal gut. Ich kann ja hier überall hochklettern, ihr Arschgeigen. Okay, big guy. Ich habe jetzt safe 1 Million Sachen liegen gelassen. Gucken wir jetzt auch erstmal,
Guck mal hier durch. Ah! Bin hier runtergeplumpst. Und nu? Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich bin hier. Keine Ahnung. Ja. Wollen wir ganz kurz gucken, wo komme ich jetzt hier wieder hoch? Bitte? Hier. Okay, Heilung haben wir 4 Stück, das sollte wohl reichen. Was haben wir hier? Das sind diese Blenddinger, oder? Explosiv haben wir 3. Blend, ich weiß nicht, was ich mit diesem Blend machen soll. So, hat er jetzt Brand geladen. Okay, das ist Leucht. Schießpulver, Magnum-Munition. Okay, da geht's runter. Und hier geht's nirgendwo hin. Hm. Aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen Ballerei hier. Metallreste. Munition. Es ist wieder blau. Wie viele rennen denn da rum? Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug! Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit 4 übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen.
Wer hat all das erschaffen? Wo kam der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Explosivgeschosse, Scharfschützenmunition. Jetzt stinkt mir hier ganz, ganz gewaltig nach einem richtig großen Kampf. Da speichern wir doch nochmal. Diese Blendmunition noch nicht benutzt. Ich weiß nicht, ob mir das dann irgendeinen taktischen Vorteil bringt. Okay, jetzt muss ich hier runter. Wenn ich jetzt hier runter gehe, jetzt bestimmt los. Das ist ja lustig doch. That's not good. Okay. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Die Magnum packe ich mal hier hin. Haut er jetzt wieder ab? Ja. Bei meinem Glück wahrscheinlich nicht. Ja, ja, ist klar. Oh, jetzt gehe ich hier wieder drauf. Oh, habe ich es überlebt? Nee. Ich war zu langsam mit meiner Heilung wiederherstellen. Duke's Emporium. Was ist Duke's Emporium? Ach, okay. Waren. Nee, freut mich ja nicht drum. Bringt mir alles nicht. So, Brandmunition. So, jetzt können wir mal kurz gucken. So, die Schnellzugriff, der kommt hier oben hin und die Magnum kommt hier unten hin. So. Falsche Richtung. Nicht da lang. Komm raus da wieder. Hier lang. Na, dann mal auf ein neues hier. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. That's not good. Alter, der brüllt ja hier was zusammen. Ein paar Rohrbomben mal hier. Ah!
ich ihn hauen? Nö, kann ich nicht hauen. Hey, dann hau doch ab hier wieder. Jetzt machen wir auch noch ganz kurz. Jetzt nehmen wir mal die Minen. Alter. Puh. Hat ja mal richtig rasiert, den Dude. Erstmal einen Schluck trinken, ja. Aha. Pistolero, bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier noch mehr. Ich glaube beinahe nicht. Ich glaube, das war's, wa? So. Jetzt muss man trotzdem noch mal kurz wieder umbauen. So, der bleibt da. Sniper kommt nach unten. Granatwerfer kann da bleiben. So, mal hier lang gucken, ist noch mal was. Ja, hinter hier ist nämlich noch was. Ach, scheiße, komm. Upp. War es, glaube ich, oder? Also ich sehe hier nichts mehr rumhängen. You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. Ja, aber ich will auf jeden Fall trotzdem vorher zu dem Sägedings da. Oder was?
Also wenn eine Leiter nach oben geht, dahin, wo ich dann scheinbar hin muss, dann gucke ich doch natürlich trotzdem lieber erstmal hier. Wo ich scheinbar ja noch nicht war. So, den Fisch habe ich auch schon. Notizen zur Kadu-Implantation. Probanden 174 bis 181. Mihai M., Proband 174, Merkmal 21, männlich Silberschmied, Namen von einer Lungenentzündung. Ergebnisse: geringe Kompatibilität, Kadu konnte nicht wachsen, Transformation des Körpers, Beeinträchtigung der Wahrnehmung, typische Anzeichen eines Lykans, auf die Weide geschickt. Proband 177, Bernadette oder Bernadette. Merkmale 21, weiblich, keine Beschäftigung, keine Vorerkrankung. Ergebnisse, Tod. Proband 181, Alcina D. Merkmale 44, weiblich, Nachkomme aus Adelsgeschlecht, nicht aus dem Dorf. Vererbte Blutkrankheit. Ergebnisse, sehr gute Kompatibilität, kein Wahrnehmungsverlust. Kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Okay. Na, nicht schlecht, Herr Specht. Guck mal, hab ich nicht ganz mal. Rohrbombe! Sie haben sie. Ihr seid doch alle verrückt. Ihr seid doch alle verrückt. Ich weiß auch, wo wir rauskommen, war klar. Hey, hallo. So, und ich würde jetzt aber trotzdem sagen, bevor wir da lang gehen, boah, der hat es auch überlebt. Werwolfbändiger. Alter. Alter, schwer. Alter, ich komme gerade ja nicht klar hier. Ich muss da hoch. So. War hier irgendwas? Was ich. Warum der da stand? Nö.
Auch noch Fischis. Weinberg, warum? Doch, ach nee, siehst du, da war ich ja auch schon. Sägewerk. Da muss ich noch hin. Muss noch zum Sägewerk. Jetzt gehen wir aber einmal kurz zu unserem Dude, packen den Flakon noch. Noch nicht rein. Und erst einmal zu unserem Händlerchen nochmal speichern. Und dann gucken wir uns auf jeden Fall das Sägewerk nochmal an. It's my greatest pleasure to see you return alive. Naturally. I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and will do them for a small fee. Perfekter kristalliner Schädel. 80.000 für die Urzeitbestie. Boah. Kristalliner Hammer. 35.000. Tja, den Kopf von der Puppe haben wir immer noch nicht gefunden. 151.000. Now this is something to splurge on. Puh. Oh, geschissen, er kriegt jetzt alles hier. One moment, please. Ah, it's fine. All finished. Aha. Alles von mir hier. Alles. These hands are more dexterous than one might think. Nein. Food is life. Good day then. So, warte mal, kann man die? Das kommt wahrscheinlich noch, wa? Ja, kommt noch. Hm. Good day then. So, nee, na gut, Schrotmoon haben wir ein bisschen wenig, würde ich mal sagen. Snipermoon ist völlig ausreichend, Rohrbaum haben wir auch noch. Keine Magnum Munitionacker mehr. Der ein paar Blindgranaten hier erstmal rein. Und jetzt gucken wir uns auf jeden Fall die Sägemühle nochmal an. Die will ich nicht zurücklassen. Weil ich nicht weiß, was jetzt hier passiert, wenn wir da die Flakons einsetzen. Gehe mal davon aus, dass dann da noch zusätzlich irgendwas aufgeht oder ein weiterer Gang, ein weiterer Abschnitt. Deswegen machen wir auf jeden Fall hier zusätzlich die Sägemühle noch. Da liegt nämlich auch noch ein Schatz auf der Karte gesehen. Hier ist nämlich das gute Stück. Und die werden wir im nächsten Run machen. Bam! Jetzt sind wir nämlich auch schon wieder knapp bei einer Stunde.
Ich denke, das macht Sinn, dass wir das so machen. Na gut, Leute. Du, Dorinos, du, Dorenners, euer Du2Go verabschiedet sich für heute. Bleibt gesund. Die, die es noch nicht haben, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, kommentiert. Es hilft, größer und besser zu werden. Und je mehr Reichweite wir haben, umso schöner wäre das Ganze. Ha, ha, ha. Jungs und Mädels, macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Euer Du2Go.